Jahren nicht gekommen, dieses Land. Die Menschen und die Sprache hab ich nicht gekannt. Zwei Koffer von Klamotten, eine Flasche Samagon. Und an meiner Hand lief mein kleiner Sohn. Dann musste ich Geld holen bei der Arbeit Sand. Viele arme Menschen da und es stand. Eine zigeunische Frau sah mich kurz an und sagte, schwarze Seele wohnt in dieser Mann. Schwarze Seele wohnt bei dieser Mann. Mein Sohn ging schnell auf die Universität, weil er viel Kenntnis von der Mathematik hat. Doch hat er getroffen eine gute Madame, der er bald ein schöner Leben schenken kann. Ich bin dann gegangen in der Fabrik, damit ich sehr viel Geld für Familie krieg. Aber eine Prügelei zerstörte dieser Plan, weil schwarze Seele wohnt in dieser Mann. Schwarze Seele wohnt bei dieser Mann. Ich einen Typ aus Aserbaidschan, der gab mir eine Pulver, das man gut verticken kann. Was Kinder und Jugendliche gerne kaufen, bringt mich soziale Treppe hinauf. In einem großen Haus lebt es angenehm, wo viele schöne Sachen zur Verfügung stehen. Ich stellte keine Frage, dachte nicht daran, vielleicht weil schwarze Seele wohnt in dieser Mann. Der Sohn hat nie gesehen mein Drogenlabor, bis ich eines Tages den Schlüssel verlor. Irgendwie bekam er ihn in die Hand und sah die Kolben und das Pulver und den Giftschrank. Als ich kam nach Haus aus der Bar sehr spät, spürte ich, dass hinter mir jemand steht. Ein starker Schmerz schlägt wie ein Blitz in mich ein, als mein Sohn steckt mir Messer in den Hals hinein. Als ein alter Kommissar meinen Sohn fand, fragte er, warum er hätte Blut an der Hand. Er sagte, ich getan das Beste für dieses Land, weil schwarze Seele war in dieser Mann. Schwarze Seele wohnt an dieser Mann.